dieser Tschaikowski-Abend, den Christoph Loy mit einigen Sängern erarbeitet, könnte einen Lichtblick darstellen. Einige Sänger, die über Wochen praktisch zusammen mit Loy kaserniert sind, bei der Berücksichtigung natürlich aller Hygienevorschriften. Aber in dieser Zeit ist etwas ganz Kostbares, ja, Hermetisches entstanden. Also sowas ist auch möglich in dieser Zeit. Wir dürfen es nicht vergessen, dass wir in einer Pandemie unterwegs sind und trotzdem wollen wir natürlich unserem Beruf nachkommen und der heißt, für Menschen, für andere etwas Kulturelles zu präsentieren, was auch unser Leben erleichtert, gerade in dieser Zeit, dass wir auch ein Symbol dafür sind, dass man nicht so leicht aufgeben darf. Oper auf hohem Niveau geht nur mit sehr guten Sängern und natürlich mit einem sehr guten Produktionsteam, das eine spannende Sicht uns ermöglicht auf ein Werk. Zunächst mal für diesen Moment im Januar 2021 eine Übernahme der Produktion Fedora von Giordano geplant. Ich hatte die Produktion in Stockholm vor ein paar Jahren gemacht, als ich hörte, Sänger sollen hier auf der Bühne im Sicherheitskonzept 6 Meter Abstand voneinander halten. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Daraus kam diese Idee, einen Abend zu machen, der basiert auf Tschaikowski-Liedern, Tschaikowski-Romanzen. Und dieses Thema Einsamkeit, Einsamkeit überwinden wollen, Sehnsucht, Liebessehnsucht haben. Ausgehend letztendlich von einer Zentralfigur, und da wurde ich einfach sehr inspiriert von dem Wladyslaw Solemski, der quasi als der einsame, tragische Held das Zentrum bilden sollte. Und ich habe die beiden anderen Männerfiguren konzipiert als ein etwas jüngeres Ego von ihm, aber jemand, der eben nicht zurückblickt, sondern mittendrin eigentlich in Konflikten steckt. Dann einen nochmal jüngeren Mann zu sehen, der noch eine Zukunft vor sich sieht. Und deswegen wird es eigentlich über 3 Generationen eine Figur eigentlich letztendlich abgedeckt. Und aber auch wie diese 3 verschiedenen Männerfiguren 2 Frauengestalten als Partnerin haben. Eine Frau ist eine ätherische, visionäre Gestalt, die andere ist eine modernere, aber auch unnahbare Frau. Und im Laufe der Handlung kehrt sich aber eigentlich dieses Frauenbild vollkommen um. Der Bezug von dem Sänger zu dem Text, den er singt, muss eigentlich extrem persönlich sein. Bei mir war natürlich der Vorteil, dass ich die meisten von den Sängern schon aus vorherigen Arbeiten kannte. Die beiden, die hier aus dem Ensemble dazukommen, also der Mikołaj Trapka und die Kelsey Lauritano. Wie kann man die Persönlichkeiten beschreiben? Wie kann man die Persönlichkeiten innerhalb von diesem Gefüge auch einbauen? Der Abend hat natürlich einen sehr kammermusikalischen und intimen Rahmen und mich hat es nicht verwundert, als ich versucht habe, auch auf den Abend aufmerksam zu machen, dass sich dann sofort die Unitel zurückgemeldet hat, dass sie sogar das Interesse haben, diese sehr differenzierte und feine Arbeit mit einer regelrechten Verfilmung zu dokumentieren. Oh,
Für mich hieß es immer nur weitermachen, weitermachen und auch kämpfen dafür, zeigen, dass es Sinn macht, dass wir arbeiten, dass es nicht nur Sinn macht, sondern dass es sein muss und dass wir von uns erzählen müssen. Natürlich wird man sich fragen, warum muss der Löwe jetzt noch mal weitermachen. Ich bin Frankfurter, diese Stadt ist mir ans Herz gewachsen, dieses Publikum ist mir ans Herz gewachsen und diese vielen Mitarbeiter, die so ideal, fantastisch zusammenarbeiten seit inzwischen über 20 Jahren. Vielleicht mag ich mir ein Leben ohne die Oper Frankfurt gar nicht vorstellen.